Das ist immer dieser Scheideweg hier. Und dann nehme ich den. Der führt direkt ins Pilzgebiet. Das ist der äußerste Punkt der Rodelstrecke. So ist es losgegangen. Das hier für welches hin, das frage ich mich ja schon. Das sind jetzt sozusagen ja, irgendwelche Lamellen. Ne? Undefinierbar. Es gibt aber alles, ich sehe so ähnlich aus, mit Poren. Oder Röhren heißen die dann. Also hier stehen jetzt zwei, das müsse eigentlich nach meiner Kenntnis Marone sein. Jetzt mache ich die mal ab. Das ist ein Marone, ja klar. Hier ist die Kamera. Nicht wo der Bildschirm ist. Oh, der ist abgefressen. Hat nichts zu sagen. Oder doch, hat doch was zu sagen. Ja, es ist jetzt fast schon wieder zu feucht, ne? Oder zu lang zu feucht. Da steht noch einer. Oh, da steht ja noch einer. Na gut. Der sieht doch jetzt aber gesund aus, oder? Jo. Den nehmen wir. Und den anderen da drüben. Den kleinen. Oh, der ist ja noch einer. Also gut. Da stehen wieder welche, die ich nicht identifizieren kann. Den da. Das ist doch eindeutig ein Marone, oder? Denke schon. Und hier wieder Unbekannte. Es ist wieder ein Parasol. Oder? Ganz klar, den hole ich mir. Hier ungefähr ist der Hochpunkt. Der höchste Punkt ist erreicht. Den Wald. Oder solch ein Wald. Überhaupt gibt es verschiedene. Mit Moos. Ja, schon. Mit Zitterau war das auch so. Da hat man auch so einen Wald. So einfach irgendwo. Jetzt gucken wir mal, was wir da alles Feines haben, oder? Oh, jetzt habe ich sie sortiert. Soweit ich sie sortieren kann, jedenfalls. Irgendwie sind die da, keine Ahnung, Steinpilz ähnlich, ne? Das sind Marone, denke ich. Oder sowas ähnlich. Aber was ist das hier? Wenn das Marone wären, wären das ja keine Marone. Und so genau weiß ich es nun doch nicht. Ne? Ich hielt mich immer an die Regel, alles was Röhren hat, kann man essen. Im schlimmsten Fall schmeckt es nicht. Dann muss man es einfach wegkippen. So, das dahinter, die esse ich auf jeden Fall heute Abend. Das sind meine Lieblinge. Das gibt Schnitzel. Und dann nehme ich immer den Stiel mit, damit man daheim sich nochmal vergewissern kann, es ist kein Knolli oder weiß der Geier was. Es ist ein Parasol. Schirmpilz. Die zwei weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und diese da weiß ich auch nicht. Da, das weiß ich auf jeden Fall, das sind ja die Hallimasch. Die esse ich schon da. Ja. Und die werden so und so getrocknet und dann habe ich Zeit, das von meiner Schwester begutachten zu lassen. Ich schicke dir einfach ein Bild, das wär's.
geschicktere Bild. Genau, ich mache Zweiergruppe, die da ohne Tennis-Shirt. Ne, die nehme ich auch noch. Dreiergruppe. So. Die nehme ich weg, weil ich die kenne. Die kann ich selbst beurteilen. So. Genau, jetzt mache ich bei dem das sehr gut.